Eins vorneweg. Krass Klassenfahrt ist eine Comedy-Serie von uns YouTubern produziert. Wir parodieren dabei diverse Trash-TV-Sendungen. Aber selbstverständlich handelt es sich dabei um eine echte Schulklasse, die echt auf Klassenfahrt fährt. Ist doch logisch. Stanley, Stanley, Stanley. Ha? Mein Junge, hast du das der hässlichen und beliebten Brillenschlange angetan? Hast du sie, also Warum haben sie eigentlich nur ein Handtuch und eine Badehose an? Geh dir den Scheißdreck an, Mann! Idiot! Da draußen steht ein Whirlpool, natürlich habe ich eine Badehose an! Oh, Junge! Ich prügel dir die Scheißwahrheit raus, jetzt sag's endlich! Ich prügel's dir so raus, wie du die Cringeness, Cringe Timmy rausgeprügelt hast! Mann! Sag mal, wie hast du es eigentlich geschafft, aus Cringe Timmy TJ zu machen? Ich meine, er ist jetzt richtig cool. Ich meine, könnte man das mit jedem machen? Also rein theoretisch, ich frag für einen Freund. Also, das ist ein richtig fetter Loser. Meine Fresse, könnte man das mit dem auch machen? Jetzt sag's endlich! Ich will nicht mehr warten. Ich auch nicht. Digga, ich will, lass mal so richtig süß Kappelbilder mäßig machen. Okay. Oh, Digga, genug Pyrno für heute. Es ist total awkward, zu zweit sich das anzuschauen. Bruder, aber willst du nicht sehen, wie Lana Rhodes weiter Swix macht? Ja, klar will ich das sehen, aber alleine in meinem Zimmer, noch nicht mit dir. Das ist doch zu zweit so voll komisch, Digga. Digga, Mädchen, warum guckst du so? Hast du Cordula mitgenommen? Nee, also ich konnte sie ja nicht mitnehmen einfach. Hm. Die kann ich einfach mit auf Klassenfahrt. Leute, ich habe noch eine Überraschung für euch. Ich habe noch jemanden mitgebracht. Oh! Weil er der Liebe ist. Ruhe bitte! Ja, okay, ich verstehe. Kein Problem, wird auf jeden Fall gemacht. Danke für die Info. Schüler, ich habe eine wichtige Ankündigung. Die Schule wird ab heute eine Eliteschule sein. Und wir bekommen noch... Fatima, bitte. Und wir bekommen noch neben den unangekündigten Besuch von... Wie heißt du nochmal? Von der Nala bekommen wir heute noch eine weitere Schülerin, die für Olivia einspringen wird. Weil, wie ihr wisst, die Olivia hat leider die Schule gewechselt. Aber jetzt kommt die wichtigste Info. Wir werden alle, auch ich, Schuluniformen tragen. Genau, tolle Info, oder? Nein. Super. Naja, Schüler, die Fahrt geht jetzt weiter, weil die Straßen sind jetzt wieder leer und ich hoffe wirklich, dass wir bald endlich ankommen. Ich weiß, ihr könnt es auch nicht mehr, ich kann es auch nicht mehr, aber wir sind bald da, okay? Okay, super. Toll, willkommen. Das ist der Oberhammer. Wow. Toll, oder? Klassenfahrt! Die Hausbesitzer müssen eigentlich jeden Moment da sein. Schauen wir mal. Ah, hi! Hallo. Du bist die neue Schülerin, Madison, oder? Das ist die Madison, unsere neue Schülerin. Hey, Bro. Hi, hi. Hey, Madison. Ich glaube, du brauchst eine Uniform. Wir alle tragen hier Uniforms. Danke. Mist, die sollten wirklich schon längst da sein.
Hallo. Hallo. Schön, dass ihr alle Hallo. Da seid. Herzlich willkommen in unserer Ferienvilla. Ja, genau, danke. Herzlich willkommen. Wollt ihr etwa ein Porno drehen? Eigentlich nicht, nein. Ja, wir wollten euch im Rahmen dieser Promo-Aktion von uns beiden diese Villa zur Verfügung stellen, damit ihr eine schöne Klassenfahrt habt und... Wir haben gerade fette Immobilien gekauft. Ach, genau. Ja. Ich hab Bock, Digga. Let's go. Hier werden keine Pornos gedreht. Nein, auf gar keinen Fall, nein. Das machen wir nicht. Das ist gut zu wissen. Ja, ja. Ich bin schon mal beruhigter. Ich habe mal eine kurze Frage. Ihr seid ja auch YouTuber, oder? Ja. Sorry, dass ich euch jetzt so vielleicht zu nahe trete. Ach, kein Problem. Trittst du bitte wieder weg. Auf jeden Fall, ich würde mal gerne was fragen. Und zwar, kennt ihr vielleicht diesen YouTuber? Er heißt Revi. Ach, nee. Er schickt mir nämlich andauernd Nachrichten und Dickpics. Echt? Ja auch? Ey, war das nicht bei dir genauso? Ja, ich habe gehört, er macht das einfach überall. Ja. Das ist unglaublich. Also halte ich lieber fern von dem, der ist total verzweifelt. Okay, dann weiß ich Bescheid. Ja. Also eigentlich haben wir dieses Haus ja nur für Gisela gekauft. Ehrlich gesagt, schwirrt die da drin auch noch irgendwo rum. Wir haben sie nur leider nicht mehr wiedergefunden. Naja, einer mehr oder weniger wird der Klasse jetzt auch nicht wirklich auffallen. Aber wir haben uns jetzt lange genug mit da rumgeschlagen, jetzt können die das mal machen. Ja, sehr fein, du hast deinen Text auswendig gelernt. Dankeschön. Ich bin echt aufgeregt, mein erster Tag in der neuen Klasse. Naja, mein erster Tag auf Klassenfahrt. Die Klasse ist ja irgendwie nie in der Schule. Naja, wenigstens darf ich jetzt in Folge 1 schon sprechen. Wem kann ich noch vertrauen? Hört mich jemand da draußen? Wir müssen ja eigentlich noch eine Zimmeraufteilung machen, bevor die alle weg sind, oder? Ja, stimmt, ja. Ja. Fatima, schlafen wir wieder in Löffelchenstellung an? Seid ihr jetzt eigentlich zusammen? Weil du hast doch bei Villa der Lieben mitgespielt, oder nicht? Mit Jojo zusammen? Ja. Nein, also wir sind nicht zusammen. Nein. Nein. Okay. Und vielleicht will ich auch gleich mit ihm in ein Zimmer gehen. Ja. Und mit wem gehe ich eigentlich in ein Zimmer? Weiß ich doch nicht. Ich habe doch gesagt, wir müssen die Aufteilung noch machen. Bist du doof? Hä? Komm, Fatima. Wow. Hä? Mädchen sind ja richtig dumm. Hä? Digga, ja, Mann, was soll ich machen? Jojos Dackelblick geht mir einfach nicht mehr aus dem Kopf, aber ich kann einfach nicht mit ihm auf ein Zimmer, allein wie Lorena gelacht hat. So, was soll ich machen? Ich weiß, das ist kindisch von mir, aber er ist halt auch kindisch. Eiski, Polski! Dann brauchen wir für euch zwei noch ein Zimmer. Schauen wir mal. Ja, perfekt. Ein Riesenbett für euch zwei. Perfekt. Oder? Oh, da ist aber nur ein Bett. Wir sind ja Junge und Mädchen. Ist ja kein Problem. Oder stört euch das? Na, das geht. Ist ja nur für ein paar Tage. Komm, das macht ihr schon. Ist ja ein Riesenbett. Ihr seid ja beide schlank. Oder wollt ihr doch lieber im Zelt schlafen? Glaube ich nicht, oder? Ja. Dann, ihr macht es schon aus, ihr könnt euch die Seiten aussuchen, wo ihr schlafen wollt. Und wir sehen uns später beim Abendessen. Okay. Georg, was ist los? Meine Freundin Hortensia, sie liebt mich nicht mehr. Sie hasst mich und ich habe einfach alles zerstört. Diese scheiß Schuluniform. Warum sollen wir die denn auch beim Sport tragen? Die sind so unbequem. Quatsch, ey. Sag mal, was ist eigentlich mit deiner alten Schule passiert? Ich war vorher auch auf einem Gymnasium, aber ich habe jetzt eine übersprungen und ich weiß nicht so ganz, ob ich bei euch mithalten kann, was das Lernen angeht. Ey Mädels, was geht? Ihr macht hier Sport, kann ich mitmachen? Ich kann euch auch gerne ein paar Übungen zeigen. Nee, können wir auch alleine. Also einer müsste sich bücken und dann... Also, ne? Frei, ich glaube, du hast vergessen, dass ich auf Mädchen stehe. Und ich habe einen Freund. Ich bin da mal weg. Okay. Lass ihn sitzen.
Bitte frag nicht. Ja, Olivia und ich, wir haben uns endgültig getrennt. Es ist für immer Schluss. Sie hat einfach die Schule gewechselt, ohne mir irgendwas zu sagen. Das tut echt scheiße weh. Aber vielleicht ist Liebe auch einfach nur eine Dreckserfindung. Ich werde jetzt voll auf... Ihr wisst ja schon, setzen. Mann, ich will unbedingt mein erstes Mal haben. Irgendein Girl. Es muss doch irgendein Girl geben, was Bock auf mich hat. Scheiße. Hast du eigentlich die Bitch-Bibel von Katja gelesen? Nee, ich halte da jetzt nicht so viel von. Naja, das verstehe ich nicht so ganz. Katja meint ja einfach nur, dass sich jede Frau so präsentieren kann, wie sie will und niemand muss sich verstecken. Ist Katja nicht dieser Pornostar mit diesem Gib's mir Doggy-Song? Ja, genau dies ist. Oh, Alessio ruft an. Ich muss los. Hey. Hey, Nala. Ich hab dich vermisst. Ja. Ich dich auch. Wie geht's dir? Gut. Aber ja? Ich hätte echt nicht gedacht, dass eine Fernbeziehung so schwer ist. Ja, ich weiß. Ich hätte dich jetzt am liebsten auch hier bei mir und in meinem Arm. Oh Mann. Scheiße. Aber ich muss jetzt auch gleich wieder auflegen. So, okay. Ich muss wieder los. Schade, dann legst du zuerst auf. Nein, du legst zuerst auf. Nein. Du legst zuerst auf. Nein! Du! Nala, du legst zuerst auf. Nein, nicht ich. Du musst zuerst auflegen. Okay, ciao. Ach. Jetzt hat er einfach aufgelegt. Was macht die denn da? Jo, servus zusammen, Alessio hier, euer Bachelor. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit der neuen Staffel Krass Klassenfahrt. Ja, es erwartet euch ganz, ganz viel Love Stories, atemberaubende Szenen, Fernbeziehungen mit meinem Nala und jede Menge Porno-Action. Ja, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit den neuen 12 Folgen, euer Alessio. War das gut so? Ey Bro, das geht auch viel, viel euphorischer. Du kannst zum Beispiel auch sagen, dass wir Nippel abfilmen werden. Also diesmal halten wir wirklich richtig dirty drauf. Wem kann ich noch vertrauen? Hört mich jemand da draußen? Na, 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 na. Hi, schon ein Zimmer gefunden? Ja. Ja, ich bin ja mit Madison in einem Zimmer. Aha. Also ich habe jetzt echt sehr lange überlegt, wie ich das alles wieder gut machen kann. Und ich glaube, ich hab wirklich den perfekten Plan, wie ich alles wieder gut machen kann. Und der lautet? Also hör mal zu, wie wär's, wenn du mich eine ganze Nacht lang auch im Schrank einsperrst? Dann spüre ich ja auch und dann haben wir das Gleiche erlebt und dann können wir wieder zusammen sein. Sag mal, spinnst du eigentlich? Weißt du überhaupt, wie schlimm das für mich war, in diesem Schrank eingesperrt zu sein? Ich hatte so panische Angst. Ich habe um Hilfe geschrien. Niemand hat mich rausgeholt. Da war ein Spinn drin. Es war dunkel. Und du willst es dir gemütlich machen im Wandschrank. Am besten noch mit der Decke oder so. Das macht sich wieder gut. Wie wär's, wenn du mich einfach schlägst? Gib mir einfach eine Ohrfeige, so hart du kannst. Schlag mich einfach, du bitte, schlag mich. Georg, schlag mich, Georg, bitte. Schlag mich einfach, bitte. Es ist alles. Nie wieder gut zwischen uns. Das kannst du nicht mehr gut machen. Hast du es verstanden? Nie wieder. Hast du mein Leben? Hortensia ist die schönste Sonnenblume, die ich jemals gesehen habe. Und ich bin einfach so ein morscher Tannenzweig, den man nicht mal als Anzünderholz verwenden kann. Und dabei ist das nicht mal alles meine Schuld. Ich meine, Stanley hat mich ja dazu gezwungen. Aber das glaubt sie mir ja natürlich nie. Schau mal, ich habe alles perfekt vorbereitet. Capri-Sonne, willst du Multivitamin oder Safari-Fruits? Safari-Fruits. Okay. Ich habe auch noch Pralinen mitgebracht, für die romantische Stimmung. Guck mal, Junge, ist wirklich alles richtig, ich höre, aber wollen wir nicht lieber rausgehen? Draußen ist so schönes Wetter. Aber ich habe auch meinen Lieblingsfilm mitgebracht, den wir anschauen können. Saw 2, richtig krass, da werden die Finger abgehäckselt, die müssen im Meer aus Spritzen schwimmen. Das ist wirklich so heftig, Blut fließt, alle. Du bist so süß. Seid ihr zusammen, oder was? Nein. Wäre eh illegal, er ist doch noch ein Kind, ist doch pädophil, Alter. Wir gucken, was er abzieht.
Ich hänge vielleicht noch auf TikTok ab und nicht auf Pornhub, aber ich bin schon lange kein Kind mehr. Ich mach den Film an, okay? Nein, warte, weißt du was? Ich hatte die ganze Zeit schon keinen Bock. Sorry, aber draußen ist so gutes Wetter. Ich hab echt keinen Bock, meinen Film zu schauen. Hier ist die Polizei. Weißt du, ist eigentlich voll schade, dass du hier nicht auch bei mir im Zimmer bist. Ja, ich finde das Zimmer ist cool, ja. Und eigentlich ist es doch auch voll untypisch für einen Jungen, da einfach Nein zu sagen. Ja, oder? Nein, ja, nein, ist ein bisschen, weiß auch nicht. Ja, ich finde, wir sollten dem Ganzen vielleicht einfach ein bisschen Zeit lassen. Ja. Weißt du, vielleicht schließt du ja einfach mal deine Augen. Augen zu? Ja, mach. Oder willst du mich kitzeln? Nee, mach Augen zu. Okay. Ja! Was ist denn mit dir los? Es tut mir leid, ich bin einfach zu cringe. Das kann so nicht weitergehen. Das ist einfach zu unangenehm. Das ist für dich, für die Zuschauer, für alle. Ich muss irgendwas ändern. Das lässt sich so zurückgeblieben, das ist wie ein Kleinkind. Ihr redet ja gerade über mich? Nein, Mann, du bist einfach nur cringe as fuck. Ja, deswegen habe ich euch auch gesucht. Uns gesucht. Was willst du denn? Also, ich möchte einfach nicht mehr cringe sein. Es wär cool, wenn ihr mir zeigen könntet, wie man cool wird. Warum nicht, Alter? So als neues Projekt. Ich liebe Herausforderungen. Ja, ich bin Herausforderung. Digga, wie heißt du? Cringe Timmy, das geht gar nicht, Alter. Du brauchst einen neuen Namen. Hast du irgendwie noch einen zweiten Namen, dritten Namen? Irgendwas? Nein, ich heiße halt Tim Jörgensson. Jörgensson? Oder ich muss mich wirklich zurückhalten. Ich krieg gleich fast wieder einen Lachanfall, wirklich. Jörgensson, Timmy, TJ. TJ ist okay. TJ ist cool. Dann heißt du jetzt TJ, ja? Ja, geil. Ist cool. Okay. Nice, Mann. Alles klar. Nice. Das ist echt die geilste Lehrerin von allen, ey. Oh, fuck. Oh, ey, da muss ich unbedingt rein. Ja, ich muss zu dir fahren. Ich muss zu dir fahren. Frau Bra, ich komme. Ich hab da im Gebüsch einen Hund gefunden. Das sind die Worte unserer neuen Göttin. Nach denen werden wir uns jetzt richten. Was würdest du denn jetzt dazu sagen, wenn ich einfach vorschlagen würde, dass wir hier zusammen Vierer haben? Juhu! Eine Ausländerschlampe. Was suchst du überhaupt in unserem Land? Oh, weia.